Geliebt von Kindern und Erwachsenen. Das Trampolin. Auf dem Trampolin kann man natürlich eine Menge cooler Tricks durchführen, doch nicht jedem gelingt es auf Anhieb. Hier sind 10 lustige Trampolin-Fails. Nummer 10. Ihr kennt das bestimmt. Jemand versucht etwas, das so einfach erscheint, dass man dort eigentlich gar nicht versagen kann. Doch genau das schafft dieser Herr hier. Dazu kommt noch, dass er angetrunken ist und Balance-Schwierigkeiten hat. Ich habe eigentlich erwartet, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, dass jetzt ein richtig heftiger Trick kommt, aber was eigentlich bei rumkommt, ist noch viel lustiger. Nummer 9. Trampolinnetze können gerne mal morsch werden, wenn man das Trampolin unabgedeckt monatelang draußen stehen hat. Wenn man dann noch das Netz viel zu stark belastet, könnte man sich eigentlich schon fast ausmalen, was früher oder später passieren wird. Die Frau hat mit den Kindern Spaß auf dem Trampolin, bis sie eben einen höheren Sprung mit Rückenklatscher wagt. Verletzt hat sich zum Glück niemand, doch die Kinder werden selbst wohl so schnell keine Rückenklatscher probieren. Nummer 8. Zwei Jungs stehen auf einem Dach. Auf dem Boden steht ein Trampolin. Man weiß es eigentlich schon, nichts Gutes ist zu erwarten. Da wird sich wohl einfach nur erhofft, dass man extrem hochgefedert wird, aber Fehlanzeige. Nummer 7. Dieses Trampolin hat zugegebenermaßen schon die besten Zeiten hinter sich. Das Sicherheitsnetz kann nun nicht mehr unseren risikofreudigen Freund hier aufhalten, denn er versucht jetzt einen Salto zu machen und im Stand auf dem rutschigen Rasen aufzukommen. Nummer 6. Dieser Junge hier versucht einen Backflip, aber tatsächlich kommt er nicht mal wirklich dazu. Er springt eigentlich fast nur seitwärts und landet mit dem Kopf auf den Federn. Und das sieht alles andere als angenehm aus. Nummer 5. Hier haben wir wohl mal Jungs, die scheinbar wissen, wie man einen Backflip zu machen hat. Doch auch Profis machen Fehler. Nummer 4. Dieses Mädchen ist draußen und übt ein paar Backflips, doch endet dann irgendwie mit dem Kopf in den Federn des Trampolins. Lustig anzusehen, aber Glück gehabt, dass ihr nichts Großartiges dabei passiert ist. Cool. Nummer 3. Okay, bei diesem Video habe ich ein paar Fragen. Wurde dieses Video mit einem Toaster aufgenommen? Warum hat der Typ kein T-Shirt an? Und wie zur Hölle konnte das passieren? Das Mädchen schafft es irgendwie mit einem ihrer Beine durch das Trampolinnetz zu stechen. Aber genau für solche Videos ist doch YouTube irgendwie erschaffen worden, oder nicht?
Nummer 2. Dem Springer hier ist schon klar, dass das eine dumme Idee ist. Sonst würde er nicht so lange zögern. Doch, ich meine, so weit weg ist das Trampolin noch gar nicht. Wie kann man das vermasseln? Ich will gar nichts spoilern, seht selbst. Nummer 1. Dieser Sprung ist auf Platz 1, weil er genauso gut einfach nur schlecht animiert sein könnte und dazu noch unglaublich lustig aussieht, da man solche Fails vielleicht auch nur aus Cartoons kennen würde. So, das waren nun alle Trampolin-Fails. Was kann man jetzt davon entnehmen? Diese Fails mögen zwar lustig aussehen, aber derartige Sprünge können auch ganz anders enden. Prellungen, Brüche, Bänderrisse, Gehirnerschütterungen und Halsverletzungen mit manchmal sogar deutlich schlimmeren Folgen können dabei passieren. Also passt besser auf, Freunde. Wenn ihr euch einen bestimmten Trick nicht zutraut, macht ihn nicht einfach nur, um eure Freunde damit zu beeindrucken. Aber ihr könnt mir trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, welchen dieser Fails ihr am lustigsten fandet. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, über eine positive Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen und ihr könnt auch gerne bei einem weiteren Video von mir vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, ciao!